soweit. Erste Testfahrt startet bei Schneefall. Wird gleich spannend. Wo fahren wir denn hin? Aufwärts auf den Berg natürlich. Da geht es schon recht unwegsam bergauf. Bis jetzt fährt es geil. Toll. Schluckt alles weg. Er murkst wieder im Dreck rum. Oh, das ist ja. Er ist ein großer Freund, also der Motor, von höheren Drehzahlen. Ja. Dann hat er ein bisschen mehr Power. Gerade in Stufe 4. Das heißt Flex Power Mode. Okay. Das heißt, er wertet den Drehmoment, den du gibst, nicht mehr so hoch, sondern die Leistung. Okay, ja. Ja. Also hier die Drehzahlen. Und dann gibt's, das heißt, dass er optimal über 80. Ja, übertreiben muss er auch nicht. Er hat dann noch mal einen Tick mehr Power. Ja. Genau. Puh. Oha, oha. Links. So. Wir haben einen Platten. Wer war es denn? Hm. Ich habe rechtzeitig Fahrrad getauscht. Also bei mir ist alles gut. Ja. Wer filmt denn? Bestes Wetter zum Reifenwechsel. Nass, dreckig und arschkalt. Es geht. Also, das ist mein Reifen, der wirklich nur mit Reifenheber runtergeht. Ja, ist gekommen, um zu bleiben. Ja. Zeig mal her die Finger. Ja, es geht. Naja. Aber wir müssen auch mal festhalten, wer den Platten gefahren hat. Insofern einmal Kamera schwenken, bitte. Das stimmt gar nicht. Das ist halt einfach nicht wahr. Ist nicht wahr. Möglich. Aber ich habe rechtzeitig erkannt, wann es Zeit war zu wechseln. Wobei, es stimmt aber nicht, weil ich hatte ja schon länger den 27,5. Also ich habe ihn tatsächlich nicht gefahren, glaube ich. Die Räder sind verschneit, aber der Reifen ist wieder drin und mit Luft befüllt. Genau. Geht weiter. Und wer fährt jetzt den vollen Reifen bitte weiter? Petra. Kein Platten mehr fahren. Ah ja. Ja.
Mann. Oh, anywhere but here.
Also gemacht haben wir jetzt 930 Höhenmeter. Weißt du die Kilometer aus? 20 Kilometer. Und ich habe noch 42%. Ich habe noch 38, bin auch viel Boost gefahren. Ein bisschen weniger. Ja, also es ist ja ziemlich kalt im Moment, von dem her kann man nichts sagen, würde ich sagen. Haben die Akkus gut gehalten? Ja, genau. Top. Immer schön mit Vollgas. So, das war der Tag mit M1, würde ich mal sagen, oder? Ja, war geil. Nass, aber geil. Mit Reifenpanne, Reifenwechsel aus dem Fenster gelehnt und glatten Schuhen. Bitte nicht nachmachen, ist nicht so wirklich toll. Ah. Schuhwerk wäre bei mir vorbildlich gewesen. Danke auch an Manuel für den schönen Tag, genau. Daumen war vor, super. Danke, dass du da warst. Perfekt. Ja dann, wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, auch zu den Bikes oder so, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.